Okay, nicht nochmal berührt. Alles klar. Und wir sind beim Boss. Bis am Ende. Niemals wirst du die Instrumente der Sirenen zum Spielen bringen. Niemals. Sicher? So, okay. Das war ein einfacher Boss, ne? Ist halt einfach, ihr müsst entweder nur mit dem Schwert oder nur mit dem Somaria-Stab einfach raufklatschen und schon habt ihr es. Und unser letztes Herz, Leute. Wir sind fast fertig. Uns fehlt nur... Wow. Uns fehlt nur noch ein Item und der Bosskampf. Der Endbosskampf. Oh. Ei, das Ei ruft. Ja. Da werden wir auch bald hingehen. Allerdings werden wir vorher noch etwas anderes machen. Hier in diesen Höhlen übrigens ist Geld drin. Da könnt ihr euch Geld holen. Ich glaube 50 Rubine, zweimal. Falls ihr also Geldmangel habt oder so, wieso gehe ich... Ach nee, ist richtig, okay. Zack. Wir gehen uns jetzt noch schnell. Das müssen wir eh vorher machen, okay. Wir müssen eh noch mal vorher in die Stadt. In die Bücherei. Und davor werden wir uns noch schnell einmal am Strand den Boomerang holen. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz am Anfang mitbekommen habt. Aber da konnten wir ja ein kleines Fleckchen sprengen. Am Strand. Was ich noch nicht getan habe. Ich glaube, da hatte ich auch noch keine Bomben. Beziehungsweise, da hatte ich keine Bomben. Das war mein Bombenmangelzeit. Und da konnten wir vorher aber auch eh nichts machen. Denn dafür brauchten wir ein bestimmtes anderes Item. Ist das überhaupt hier? Ja, das war hier, ne? Das war nicht links. Ne, das war hier. Zack. Genau, hier. Und hätten wir die Lupe nicht, würden wir hier drin nichts sehen. Gar nichts. Willst du noch das Meer etwas wirklich Tolles eingespült? Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Yo. Er tauscht es aber auch nicht gegen alles, soweit ich das weiß. Und ja, wenn wir unsere Schaufel wieder haben wollen, dann können wir nochmal mit ihm tauschen. Allerdings brauchen wir die Schaufel nicht mehr. Und jetzt, oder glaube ich, können wir nochmal mit ihm tauschen? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Boomerang ziemlich spät geholt. Der hätte uns vorher vielleicht noch, glaube ich, nützlich sein können, aber jetzt ist es halt so. Ich glaube, wir brauchen ihn jetzt auch nicht mehr, oder? Ja, doch, man kann, glaube ich, den Endboss noch mit dem Boomerang besiegen. Wenn man keine Pfeile mehr haben sollte oder so, kann man, glaube ich, mit dem Boomerang voll ins Auge ballern. Aber naja, okay. Wir müssen, glaube ich, das war aber das Buch, ne? Die dunklen Geheimnisse von Coco Lind. Das Buch lesen? Ja. Das können wir auch nur lesen, wenn wir die Lupe haben. Und ja, das ist der Weg. Links oben, rechts oben, links oben, rechts oben. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber... Ja. Ihr werdet schon verstehen, was das noch heißt. Links oben, rechts oben, links oben, rechts oben. Yeah. So, zack. Hallo. Gib mir mal bitte nochmal so ein schönes Geheimnis. Ja, 28 Rubine diesmal nur. Wow. Wieso jetzt nur 28? Vorher mussten wir 42 zahlen. Ah, okay. Naja. So. Wir müssen jetzt zum Ei. Haben wir eigentlich die komplette Karte erkundet? Ich weiß es gar nicht. Glaub nicht, oder? Nee, guck mal hier hinten. Ich habe ganz viel noch gar nicht erkundet. Aber müssen wir auch nicht. Denn es gibt viele Orte, also da ist nichts. Da ist einfach nichts Wichtiges. Ja doch, also hier links ist halt ein riesiger See. Da konnte man so eine kleine Bootstour machen oder so und da konnten wir ganz viel einsammeln. Aber das sind alles Gegenstände gewesen, die wir brauchen wir nicht.
Beziehungsweise da war nichts Wichtiges. Da konntest du Geld farmen und Pfeile, Bomben. Glaub auch Zauberpulver. Aber naja. Wir sind beim Ei gleich. Juhu! Ja, der Windfisch ruht im Ei auf seinem Berg. Ja, mit allen 8 Instrumenten. Und der Sonate des. Oder der Sonate des Windfisches oder so heißt die, glaube ich. Ballade des Windfisches, genau. Können wir jetzt das Ei öffnen, indem wir jetzt hier Mariens, die Ballade des Windschifffisches spielen. Und ich bin jetzt für die Zeit komplett still. Herrlich. Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Hier in das Ei. Juhu. Jo, mach ich. Ich hab damals immer, wenn ich noch nicht alle 8 Instrumente hatte, habe ich mich mit 7 immer dahin gechillt oder mit 6 Instrumenten dahin gechillt. Und hab das einfach so oft gespielt, weil es sich so schön anhört. So, und jetzt ist hier ein Labyrinth, Leute. Links oben. Rechts. Oben. Links. Oben, rechts, oben, und wir sind da. Der letzte Kampf beginnt gleich. Oh. Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten hier für immer die Macht gehabt. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Ja, bin ich. So, und der hat jetzt 7 Formen, glaube ich. 7? Ich glaube 7 Formen. Die erste Form ist so ein Glibber. Sowas. Zack. Und da müssen wir halt einfach nur das Zauberpulver draufsprühen. Ist auch das letzte Mal, dass wir Zauberpulver brauchen. Und ich glaube das einzige Mal, das einzige wirkliche Mal. Abgesehen von Lampen anzünden und Tarin. So, jetzt kommt, was kommt denn jetzt? Kommt die Form, ne? Genau. Jetzt kommt die Form Aghanim, sag ich mal. Magierform. Wo wir halt einfach wieder so eine Kugel zurückschleudern müssen. Kann halt auch sein, dass er so ein Magierstern schießt. Ich glaube, das kann man aber auch irgendwie beeinflussen, dass er immer nur so eine Kugel schießt. Ich glaube, einmal noch treffen. Ja, okay. Jetzt dürfte die Gannon-Form kommen. Ne, die Raupenform erst, okay. Also die erster Palastform, sag ich mal. Der erste Boss, bei dem ich einfach zweimal krepiert bin. Er braucht jetzt 5 Hits, ne? Ne, mehr, okay. Viel mehr. Okay, jetzt kommt die Ganon-Form. Ja. Okay, so können wir ihn nicht besiegen, dann war's. Ja, okay, Wirbelattacke. Oder Boots. Okay. Jetzt kommt die Form. So eine Raupenform auch, wo wir einfach nur Somalia-Stab-Action in die Fresse böllern müssen. Und ich bin der Meinung, man kann den Gegner hier mit dem Boomerang one-shotten. Das ist, glaube ich, eine kleine Mini-Chance. Versuch's mal. Okay, nein, ich mach's mit dem mit Pfeil und Bogen. Aua. Oh, ich hasse diesen Gegner, ne?
Bleib auf deinem Fleck. Bleib auf deinem Fleck. Komm, nicht nach unten kommen. Och, komm. Dieser Gegner ist so ätzend, ne? Der schlimmste Gegner, ey. Weil sind seine Arme auch noch asynchron. Glaube ich. Ja, jetzt werden sie langsam asynchron. Was auch übel dumm ist. Und der kommt halt manchmal übel nah hier nach unten. Und er macht sein Auge nicht mehr auf. Mach dein Auge auf. Ja, dein Ernst. Jetzt ein bisschen spät. Nicht dann, wenn ich gerade hüpfen muss. Zack, zack. Aber wir haben auch unseren Trank, also von daher ist alles okay. Okay, hui. Zack, alles klar. Ja, endlich. Okay. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Ah. Okay. Standardmäßig Schild und Schwert. Dieb, du hast alle Albträume besiegt. Steige die Leiter nach oben. Komm. Okay. So, jetzt muss ich nichts mehr machen. Ich muss nicht mehr bewegen, gar nichts. Ich glaube, ich muss gleich nur noch ein bisschen A drücken. Und das war's, Leute. Wir sind am Ende. Da ist die Eule. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, wenn das jemand schaffen kann. Dann du, Dieb. Alle Albträume sind besiegt, ja. Als Teil der Seele des Windfisches war es mein Auftrag, diese Welt zu bewachen. Aber eines Tages drangen die Albträume in diese Welt ein und terrorisierten alle die Bewohner. Dann kamst du, Dieb, um die Insel zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deine Kraft, deine Mut und deine Weisheit. Die drei Triforce-Eigenschaften. Dieb, nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Wind aufwachen. Auf Wiedersehen. Uhuhu. Auf Wiedersehen, Eule. Echt so, als ob du gerade aufgewacht bist, ist halt auch echt, also so sieht er halt auch echt aus. Ich bin der Windfisch. Lange war mein Schlaf. Im Traum ein Ei erschien, mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Menschen. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolind verschwunden sein. In deinem Gedächtnis aber wird sie immer weiterleben. Eines Tages erinnerst du dich an Kokolind und denkst, es war kein Traum. Ha. Komm, Dieb, lass uns zusammen aufwachen. Ach ja. Spiele die 8 Instrumente. Spiele das Lied des Erwachens. Herrlich. Das Ende, Leute. Der Kaffee ist schon wieder leer. Ach ja. Och, Gottchen, ey. Da löste sich auf. Weg. Verschwunden. Und wir... Ja, nicht. Weil wir existieren ja wirklich. Das war's. Das war das... Live Let's Play, sag ich mal, von... Legend of Zelda, Link's Awakening. Damals dachte ich immer, es heißt Awakening. Also, A-W-A-Y. Aber naja. Da sitzen wir. Ratet mal, wer da fliegt. Und eigentlich würde, wenn wir nicht einmal gestorben wären, würde Dean da, glaube ich, jetzt durchs Bild fliegen. Oder später, auf jeden Fall irgendwie im Laufe der Credits hier. Marine, nicht Dean. Marine als Möwe halt.
Link freut sich. Der Windfisch existiert. Er erinnert sich an Coco Lind. Das war's. Ja, das ist bei euch jetzt gerade so ein bisschen verbuggt mit der Schrift. Liegt halt am Aufnehmen. Aber naja. Sind da die Credits alle? Drehbuch. Kensuke Tanabe. Okay. Ja. Das war das Let's Play. Und der Livestream. Zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ach man, ey. Ewigkeiten habe ich dieses Spiel nicht mehr gespielt. Ewigkeiten. Also es ist echt, ich glaube es ist jetzt locker 3 Jahre her oder so. Das ist das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe es damals so oft gespielt. Ich habe es, glaube ich, durchgespielt und wieder von vorne angefangen. Durchgespielt, wieder von vorne angefangen. Ach man. Es war auch damals auf meinem ersten YouTube-Kanal, mein erstes Let's Play-Projekt. Aber das ist auch Ewigkeiten her. 2010 oder 2009 war das. Eins von beidem. Ach ja. Oh Mann. Ich liebe dieses Spiel. Liebe dieses Spiel. Jetzt würde Marien, glaube ich, mitfliegen. Bin mir nicht sicher, Mann. Ach Mann. Ach Gottchen. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also, ich will die Credits jetzt einfach nur noch durchlaufen lassen. Diese Musik genießen. Diese Musik ist so schön. So cool. Jetzt würde Marien durchfliegen, glaube ich. Aber man jetzt gerade noch die Möwe hört. Ich glaube, jetzt war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Könnt ihr bei YouTube irgendwie mal gucken oder so. Das war's. Es war ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Immer wieder durchspielen. Bereit. In 3 Stunden, 20 Minuten circa. Ist ja auch ganz okay. Ist eine solide Zeit. Ich glaube, mein Rekord war 9 Parts. Ne, warte mal. 9 Parts sind 3 Stunden, ja. Ja, ja. Ich habe 20 Minuten länger gebraucht als sonst. Ach man, gut Leute. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich hoffe, euch hat der Livestream gefallen. Das war's nämlich heute schon. Mehr Livestream werde ich jetzt nicht mehr. Ich werde mich jetzt gleich wahrscheinlich zum LOL-Zocken begeben. Mit 2 Kumpeln. Und ja. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Let's Play-Projekt wieder und bei das nächste Livestream. Haut da rein!